Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Freunde, endlich ein Video mit meinem neuen Computer, neue Kamera, alles neu, komplett das neue Setup, einfach neu, sagen wir es so. In diesem Video findet endlich die Gewinnspiel-Auslosung zu FIFA 17 mit meiner Unterschrift statt. Dieses Spiel mit meiner Unterschrift, wie gesagt, wird sofort morgen das Haus verlassen und dementsprechend zugestellt. Das zweite ist nur aus einem gegebenen Anlass. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, deswegen reagiere ich gleich allgemein. Und zwar war ja vor kurzem bei FIFA Germany das Video 5 YouTuber, die beinahe verstorben sind oder so ähnlich. Ich packe euch dieses Video in die Videobeschreibung. In diesem Video war auch ich dabei und ich habe einfach wirklich viele Nachrichten bekommen, weil viele haben geglaubt, es war vor kurzem, viele haben geglaubt, dass mit meinem Computer seine Ausrede so gewesen, so ja, weil etwas Schlimmes passiert ist mit mir, obwohl ich eigentlich dieses PC-Down-Video gemacht habe. Aber vielen Dank, dass ich Leuten schon so etwas bedeute, dass sie sich Sorgen machen, dass sie sich Sorgen gemacht haben. Aber ich kann euch beruhigen, dieser Unfall war vor 3 Jahren oder ich glaube 4 Jahren. In diesem Video war die Story nicht ganz richtig, deswegen kann ich das auch gleich richtig stellen. So, jetzt mal kurz mal zum Anfang, wie kommt Malte eigentlich zu diesem Bild, beziehungsweise woher weiß Malte das? Malte hatte im Winter eine Panne mit seinen Autoreifen, glaube ich, wenn ich das jetzt so im Kopf habe. Ich habe ihm damals so als Jux ein Bild von meinem Autounfall geschickt und habe ihm gesagt, yo, ich hatte auch mal eine Reifenpanne. Und ja, jetzt damals, also da war es halt lustig gemeint, aber eigentlich war es damals alles andere als lustig. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Es war am 29.12. Ich und meine Freunde, wir waren 3 Autos, sind nach Tschechien gefahren und haben uns halt so Silvesterbölle und so alles, haben richtig viel eingekauft. Jeder hatte so eine Box, ich glaube sogar manche 2. Ihr wisst ihr, diese ganz großen Boxen, wo 80 Schuss oder so, keine Ahnung was rauskommt. Auf jeden Fall haben wir alles erledigt, dann waren wir wieder auf dem Nachhauseweg. Ich muss noch dazu sagen, ich hatte zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, erst 3 Wochen meinen Führerschein und erst 2 Wochen mein Auto, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das war noch so diese Zeit, wisst ihr, wo man cool sein musste, so bla bla bla, anschnallen ist unnötig und keine Ahnung was. Gut, ich fahre jetzt heute auch noch sehr, sehr sportlich, wenn man das so sagen kann. Wenn es eine Filmfigur gibt, dann bin ich auf jeden Fall der Transporter. Also der Transporter Jason Statham, so fahre ich auf jeden Fall. Ist halt nicht cool oder so. Auf jeden Fall damals, ich war nicht mal angeschnallt und wisst ihr, was das Beste war? Mein damaliger bester Freund wollte sich auch nicht anschnallen. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich, als nicht angeschnallter Fahrer, sag, schnall dich an, es kann immer etwas passieren. Aber Hauptsache, wie gesagt, ich war nicht angeschnallt. Sehr verantwortungslos auf jeden Fall. Wie gesagt, sind wir eben gefahren. Wir waren auf der Autobahn, beziehungsweise auf so einer Autostraße, Schnellstraße, wo man nur 100 km/h fahren durfte. Einspurige, wohlgemerkt, mit Gegenverkehr. Ja, wie gesagt, wir waren 3 Autos. Ich hatte den Audi A3. Dann war noch ein BMW, glaube ich, dabei. Und ein Skoda, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und beide haben den LKW, weil es war nämlich ein LKW-Fahrer, beide haben den überholt. Dadurch, dass ich meinen Schein noch nicht so lange hatte, hatte ich ein bisschen Bammel. Aber ich habe mir gedacht, no, ich möchte den nicht verlieren, deswegen habe ich dann auch überholt. Und mir ist das alles schon so lang vorgekommen und ich hatte auch das Gefühl, dass der LKW-Fahrer auf einmal beschleunigt hat. Keine Ahnung warum. Ich hatte jetzt einfach ein Gefühl, ich möchte nichts unterstellen, aber das Schlimmste kommt ja erst. Auf jeden Fall, ich sehe, also ich fahre so, ich denke, fuck, ein Auto kommt, ein BMW X5. Ich bin so in Panik geraten, ne? Und ja, dann habe ich gesehen, so endlich, ich habe Platz, ich kann mich einordnen. Und mein größter Fehler war es, ja, dadurch, dass ich auch so ein aggressives Lenkverhalten habe, das heißt, ich lenke richtig stark rein, also so spektakulär soll das einfach aussehen. Und ja, das war halt mein Fehler, Freunde. Ich bin mit Sommerreifen gefahren am 29.12. und ich bin zwar in die Spur reingekommen, aber ich bin dann auf einmal in den Matsch, in die schmutzige Strecke rein. Und dann passierte schon mit über 120 km/h, glaube ich, habe ich mich gedreht und bin genau, boom, frontal in den Gegenverkehr, in den BMW X5. Und das war ja dann nicht alles, Freunde. Der BMW X5 hat sich, glaube ich, 2-mal überschlagen, was ich so vom Hören gesagt bekommen habe. Und mich hat es dann gedreht. Und durch den Dreher, mit dem Dreher, habe ich den nächsten abgeschossen. Das war ein neuer Audi A3, also meiner war auch neu, aber der von der anderen Partei war auch neu. Und dann habe ich mich weiter gedreht, habe ein weiteres Auto abgeschossen, das war ein Citroën. Und dann, ich glaube,
über 120 Meter bin ich dann in den Graben gelandet. Also ich blende es nochmal ein, man sieht es auch noch im Thumbnail. Und bei diesen Orten war wirklich alles kaputt, Freunde. Ich hatte, glaube ich, 20 Zoll oder 21 Zoll Felgen. Ich glaube 20 Zoll Felgen. Und die eine, die war in 100.000 Teile, Freunde. Und wisst ihr, was das Heftigste war? Dadurch, dass ich nicht angeschnallt war, Freunde, das war sogar mein Glück für meine Beine. Dadurch, dass ich nicht angeschnallt war, waren meine Füße, ich bin komplett, also ich habe den Airbag habe ich in die Schnauze bekommen. Oh mein Gott, Freunde. Ich werde das nie vergessen. Ich habe den Airbag so heftig in die Schnauze bekommen. Meine Füße waren irgendwie so am Sitz. Also ich weiß nicht, ob ich reflexartig so reagiert habe. Das, ja, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall war das Ganze wie ein Schlachtfeld. Ich habe dann nur noch gerufen, weil meine Freunde haben den Unfall aus dem Rückspiegel gesehen. Das war alles ruhig, Freunde. Das war... Ihr müsst euch das vorstellen, ich sehe auf einmal so, ich gucke so rauf und ich sehe so die Straße. Es hat wie im Krieg ausgesehen. Oh mein Gott, Freunde. Und wisst ihr, was mit dem LKW-Fahrer war? Er ist einfach weitergefahren. So ein Hurensohn, dieser LKW-Fahrer. Im Video von Malta, also FIFA Germany, war die Rede, dass ich Beifahrer war. Nein, ich war der Fahrer. Wir waren auch in den ganzen Medien drinnen. Also es war sofort in der Zeitung, Internetseiten und keine Ahnung was. Also das war ein mega Unfall mit 12 Verletzten. Zum Glück keine Schwerverletzten. Also das war heftig um diese Unfallstelle. Ich habe leider keine Fotos mehr, weil es auf meinem Computer oben ist, aber... Bitte, Freunde, oh mein Gott, das war zu heftig. Also das war jetzt nochmal kurz die Richtigstellung zu meinem Autounfall. Bin wirklich, wirklich froh. Das ist mein Schutzengel. Also hier ist der Engel drauf. Ich weiß nicht, ob man den gut sieht. Hier sieht man den, mein Schutzengel. Auf jeden Fall, das war mein schlimmster Moment in meinem Leben, glaube ich. Und ich bin wirklich froh, danke Gott. Ich bin froh, dass keiner gestorben ist, dass nichts passiert ist. Ich wurde halt auch verurteilt. Wenn man halt bei so einem ich war halt Verursacher quasi. Ich wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Das war ein Monatsgehalt. Aber das Schmerzensgeld und alles, das hat meine Versicherung übernommen. Okay, der traurige Teil ist jetzt weg. Ich bin am Leben und ich danke nochmal für eure Nachrichten. Danke für alles. Jetzt kommen wir zum Gewinner. FIFA 17 mit meiner Unterschrift. Wer gewinnt dieses Spiel? Von vielen habe ich gehört, es ist nur Prestige. Eigentlich interessiert euch dieses Spiel FIFA 17 gar nicht. Ihr wollt nur diese Unterschrift haben. Und das hat mich so heftig imponiert. Vielen, vielen Dank. Den Gewinner hat Momo verlost. Den kennt eigentlich schon fast jeder, der mir auf Instagram folgt. Ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Durch dass ich jetzt 2 Wochen keinen PC hatte, weiß ich natürlich schon, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist, Freunde, wirklich, ich danke dir für alles, für deinen tollen Support. Auch an euch alle, 170 Kommentare und da waren wirklich solche Sachen drinnen. Aber Momo hat sich für ihn entschieden. Epic FIFA, wirklich herzlichen Glückwunsch. Hast du sie mehr als verdient, dein Support ist so mega. Auch euer Support von den anderen. Seid bitte nicht enttäuscht, es wird nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Aber es kann nur einen Gewinner geben. Ich habe leider keine Sponsoren oder sonstiges, die mir jeden Stream oder sonstiges Gewinnspiele zur Verfügung stellen kann. Das kommt alles aus meiner eigenen Tasche, meine Freunde. Ich hoffe, du freust dich. Schreib mir auf Instagram eine Privatnachricht mit deinem Namen und mit deiner Adresse und dann wird dieses Spiel morgen sofort weggeschickt mit meiner Unterschrift. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Gebt mir einen Daumen für mehr, meine Freunde. Alles Liebe, ich bin weg. Morgen kommt ein Video mit einem alten Bekannten auf meinem Kanal. Lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben, wenn ihr euch freut darauf. Ich bin jetzt raus, meine Freunde. Ciao. Bye, bye. Ciao.